So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und heute ist ein ganz besonderer Mittwoch, denn heute ist die erste Raid-Stunde gewesen. Mit Selfe, Turbutz, Vesprit. Vesprit bei uns, 18 Uhr, die kommt noch. Aber im Asien-Pazifik-Raum sind die Raid-Stunden jetzt vorbei. Man konnte da Selfe raiden. Ich habe heute früh in Wellington mal geraidet. Eine Stunde lang 13 Raids gemacht, nichts bekommen. Habe jetzt eben einen Stream gemacht und habe in Tokio nochmal 17 Raids gemacht. Nichts bekommen, beziehungsweise ein 98er, aber ich wollte ein 100er oder ein Shiny. Eigentlich das Shiny, aber in 30 Raids leider noch nix. Heute, 18 bis 19 Uhr, könnt ihr mich also wieder einladen zur Raid-Stunde. Ich nehme eure Raid-Einladungen an. Da bin ich gespannt, wer wieder Raid-Mania-Punkte macht. Ne? Vesprit am uninteressantesten. Und 0 Uhr sowie 3 Uhr ist in Amerika Raid-Stunde. Entweder werde ich beide übertragen und streamen, wenn ich auf der Suche bin nach Shiny Turbutz, oder um 3 Uhr die. Muss ich noch gucken, wie das zeitlich passt. Heute also ganz besonderer Tag, alles vollgestopft. Jetzt aber erstmal die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Henry Niki. Der hat hier ein Spezialforschungs-Starmi bekommen mit 100%, 1107. Sieht auf jeden Fall gut aus, ja. Habt ihr auch schon mal ein 100er entwickeltes Pokémon aus der Forschung bekommen? Finde ich richtig genial. Bockwurst King hier auch mit einem 100%igen Wampel. Julchen, Alter, mein Schundoglück ist nicht normal. Ne? Ist sie bekloppt hier. 100% Shiny Lucky Rayquaza gegönnt. Sieht auf jeden Fall gut aus, ist auch günstig zum Hochziehen. Habe ich nicht, brauche ich nicht, habe was anderes, es ist noch grün in den Ohren. Aber ist natürlich trotzdem mega genial und Glück und alles und überhaupt. Grüße gehen raus an Riese, vielen Dank. Jetzt muss ich ihr keins mit Sonnenbrille mehr geben, weil jetzt hat es schon. Ihr wisst, wie ich zu Lucky Shinies stehe. Bockwurst King, hier noch mit einem Shiny Ponita, Galaponita. Dann der Thomas, wer kennt ihn nicht, aus Gera. Der Gerote hat uns sein Calamanero gezeigt, was ihr ja, wenn ihr es entwickeln wollt, also wenn ihr das haben wollt, euer Handy eigentlich auf den Kopf stellen müsst, damit ihr es entwickeln könnt, wenn ihr genügend Bonbons habt, aber bei einigen das trotzdem nicht funktioniert, weil die irgendwie, das Handy ist zu alt, das hat nicht diese Technologie, dass das erkennt, dass das wirklich auf dem Kopf steht oder so. Batteriesparer muss auch aus sein. Das auch noch eine Sache, die ich nicht gesagt habe, die mir dann gesagt wurde von der Community. Dann haben wir hier noch beim Henry Niki, auch aus der Feldforschung bekommen, 100er Evoli, Kate Joker mit dem 100er Pupanz, Leon Frey hier gerade ausgebrütet, 100% Skalüg, finde ich auch richtig genial, kannst du ja nur aus den Eiern bekommen, momentan, vielleicht später auch dann mal anders. Jojo gönnt sich Shiny Ditto, noch eins, Shiny Ditto hinterher beim Jojo, Aluhut mir mit Alola Shiny Raichu, bisschen zu braun, sieht ist ein richtiger Otto geworden. Guckt euch das an. Weiß ich nicht. Er freut sich auf jeden Fall. Der Aluhut glüht, wie man sieht. Henry Niki, gerade aus dem Ei bekommen. Hier noch ein Galaflunschlick in Shiny natürlich. Das hat mir Pupsi mal gezeigt. Wenn du versuchst, deine Katze zu disziplinieren, ja. Zack, ist der Finger weg. Ne? So machen die es immer und drehen durch. Dennis Weigel gibt Besseres. Trotzdem Shiny Visor mitgenommen. Gestern und gerade eben beim K-Joker hier auch Shiny Lugia und ein Shiny Flurmel hinterher bekommen. Dann, wo ihn genau, noch eins hinterher, sogar weiblich mit Lippenstift. Justin Sterzel hier wohl auch aus dem Feldforschungsdurchbruch ein Shiny Ditto bekommen. K-Joker, also heute läuft es, Nummer 3, Shiny Nagelotz. Kurt Brot, so wie es aussieht, hat sich ein Traunfugil erlöst. Ist das erlöst? Und deshalb dieser weiße Schimmelpilz. Warum denn immer solche Schmutz-Pokémon? Dann hättest du es halt nicht erlöst, ne? Hättest du es halt so gelassen. K-Joker hier, Shiny Traumado Nummer 4 am Kaufland. Da bin ich mit Sakura zu Glücksfreunden geworden. Wir wollten jetzt schauen, wenn wir vom Seen-Trio ein Shiny haben, dass wir Mirror traden für den Lucky-Eintrag, den wir ja immer mit Shinies machen. Dann RWE Brian hier, Shiny am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, noch Shiny Fukano gegönnt, Aluhut zeigt uns sein Shiny Selfe, was ich in 30 Raids nicht bekommen habe. Heiko, 445 WP aus der Feldforschung, ich konnte nicht widerstehen, sofort durchjagen, endlich ein 100er Despotar auf Level 50, Grüße an dich, Pupsi und Adi.
Finde ich auf jeden Fall sehr stark. 4335, gleich mit Katapult, Steinkante, Knirscher, alles dabei. Heftiges Biest. Auch hier Heiko mit einem Shiny Selfe. Brainy Stendal hier 100% Lugia mitgenommen noch. Brainy Stendal könnte sich auch ein 100er Nidoran erlösen. Bob's Rob, Shiny Vesprit. Da bin ich auf euch angewiesen, heute auf eure Raid-Einladungen während der Raid-Mania. Mal gucken, ob das besser läuft als mit Selfe. Skandalpara, erster Raid heute mit Vesprit. Damit 1 von 3 abgehandelt. Also, ihr könntet denken, die Shiny-Rate ist 1 zu 5. Bei vielen, auch Host of Death, You hat funktioniert. Shiny Turbuts mitgenommen hier. Aluhut, Shiny Turbuts, erster Raid-Check, zack. Was ist los bei den Leuten? Die haben so viel Glück einfach nur. Bockwurst King auch Shiny Skobbel mitgenommen. Bobserob, Shiny Turbuts. Skandalpara im 6. Raid. Das 100%ige Turbuts. Ihr seht hier unten nochmal das Vesprit. Der hat 2 Selfe gemacht. Da ist ein Shiny Lugia noch am Start und so weiter. Skandalpara auch immer heftig unterwegs. Hier nochmal das 100er. Das wird jetzt nicht das 2. sein, oder? Das ist das bestimmt. Nur halt im Fangbildschirm. Bobserob noch ein Shiny Turbuts. Burkhard, 100er Dodu. Burkhard, kurz vor dem Raid das Wohin genau Shiny, während des Raids das Baumel geplust mit dem Go Plus und dann das Shiny Lugia aus dem Raid gezogen, also so eine richtige Dreierkette an Shinies hintereinander. Hier auch ein Shiny Flunkiefer, auch selten, dass man das mal noch gesehen hat, früher gejagt bis zum geht nicht mehr dieses Teil. Jetzt mittlerweile kann man natürlich warten, bis es Mega Flunkiefer in den Raids gibt und sich dann auf Shiny Suche begeben. Aber ihr könnt auch weiterhin natürlich Flunkiefer-Raids machen, wenn welche da sind. Ja? Der hat ja einen normalen Pokéball. Wo hat er das her? Das ist ja gar kein Raid. Das ist auch kein Ei. Wo hast du das Flunkiefer her? Wo hast du es versteckt? Dann Biala zeigt uns hier ein 91er Krypto-Quiegel mit 15, 13, 13. Würde natürlich ein 100er werden, aber würde man natürlich so lassen, da die Kryptos eben viel stärker sind. Koselinchen zeigt uns hier ein Lucky Shiny Tohaido. Sehr schöne Farbe. Schön das Bild zusammengewürfelt. An sich eigentlich nichts Besonderes, aber ich habe es trotzdem mal reingenommen, weil es halt Koselinchen ist. Genauso wie hier Shiny Lugia, aber schon All Mask gesehen. Shiny Zwirlicht, eigentlich relativ gute IV. Shiny Traumado, Shiny Sengo, alles dabei. Selal mit einem Shiny Glibunge. Wieder mal seine lustigen Bilder, die er immer mitschickt. Tag 5, sie denken noch immer, ich wäre einer von ihnen, ja. Guckt euch die Katze an zwischen den ganzen Hasen. Und wenn du den Karton vom neuen Kratzbaum weggeworfen hast. Du kaufst deiner Katze was richtig Tolles und das Einzige, was sie interessiert, ist die Verpackung und nicht das, was eigentlich drin war. Na, guckt ihr auch noch so böse oder was? Oh, wo ist mein Karton, Junge? Selal ebenfalls hier im Bagador, wild, habe ich auch etliche zugeschickt bekommen. Hab von ihm das mal mit reingepackt, genauso wie das wilde Bruderlander 2300, das ist auch ein mächtiges Biest. Snubbull hier auch shiny, wild, Selal, Pupanz, shiny, Luca. Das Hundo Pupanz war nicht von heute, aber den Rest heute in der Rampenlichtstunde bekommen. Ich habe gar nichts gehabt, kein Shiny, kein 100er, hatte beides vorher schon, aber er hat sich einfach alles gegönnt. Er hat jetzt also Pupanz und Lepomendas mit 100% und auch hier Shiny Pupanz, Shiny Lepomendas, alles gegönnt in der Rampenlichtstunde gestern. Sarina auch, ging diesmal flott mit der Shiny-Jagd, hat nur 13 Raids für alle drei gemacht. Selfe 5 Raids für das Shiny. Ich habe bei 30 noch keins. Turbuts 6 Raids und Vesprit sogar nur 2. Also 2 Vesprit für das Shiny, 6 bei Turbuts. Insgesamt 13. Das ist eigentlich schon der Schocker der Woche. Könnte man sagen, aber wir haben noch andere Sachen dabei. Im ersten Raid hier beim Rikis Popsofa auch 100% Selfe mitgenommen. 18.03, also sogar gleich mit Wetterboost. In South Wales, Australien. Ich glaube, da habe ich auch noch nie geradet. Nico Baum, alle in den letzten 3 Tagen bekommen. Wäre das was für Raider Mittwoch? 300%ige Lugia mit 100%, deswegen heißen die ja auch, ja okay. 300%ige Lugia hintereinander bekommen. Das müsste eigentlich auch der Schocker der Woche sein, aber ich habe Lugia so satt, dass ich das gar nicht mehr sehen möchte. Nico Baum, noch was, der hat hier einen Lucky Trade gemacht mit seinem zweiten Account, mit einem Freund, mit irgendwas. Sie haben beide ein Shiny Lugia getradet. Das ist Lucky geworden. Ich weiß nicht, ob es ein garantierter Lucky Trade war. Auf jeden Fall ist es Lucky geworden und hat bei beiden genau
die gleichen WP, 20, 99 und eben auch die gleichen Werte, 15, 14 und 12, sage ich mal dazu. Außer das ist 11, dann sagt ihr das bitte. Dann hat Nico noch ihren Shiny Skobble mitgenommen, Shiny Dusselgur, Isok hier, Shiny Radfratz in der Alola Edition, Shiny Spoing, Shiny Habitak, Linfu aus dem 10-Kilometer-Ei gebrütet, deswegen das auch mal mit reingenommen, Foto von Sören, du wirst zuerst das lesen, dann wirst du das lesen, dann das hier. Und zum Schluss, ja, den Rest könnt ihr vielleicht selber lesen, was oben drüber steht. Marco FedEx, auch hier 100% Lugia, noch normal. Dann hochgezogen auf 4186 Level 50 Max mit Drachenrude, Luftstoß und Himmelsfeger. Dafür brauche ich gerade noch Sonderbonbons, dass ich dem noch eine zweite Ladattacke beibringen kann. Und es ist sogar Best Buddy, was meins auch noch nicht ist. Lost Lift hier auch Traumado mit 100% mitgenommen und Shiny Traumado mitgenommen. 4 Tage in Folge mit dem täglichen Pass, Marvin Beklopptus, 4 Shiny, Lugia hintereinander auch 4 Tage in Folge. Luab, erst das und dann das einen Tag später. Luab ja auch, also ein 93er Krypto Mammutel und danach ein 96er, würde ich beide so lassen für die Eisarmee, Eisangreifer, richtig fett. Daniel Love beim Tausch, einfach ein 100er geworden, top, der bekommt eine Mega-Entwicklung. Latios habe ich auch beide als 100er. Muss ich auch mal gucken, wenn die wieder reinkommen, ein paar XL sammeln, vielleicht ja auch dann mal auf 50 ziehen. Mega-Entwicklung kann noch kommen, das wird auf jeden Fall richtig krass. Paula-Fan, Timon hier auch, zweiter Raid, 100% Lugia, also ihr seht Lugia, jeder hat eins. Chevy Art hat sogar 3, aber nicht Lugia, sondern Despot da, auf Level 50 jetzt mit 100%. Wie er das macht, weiß ich nicht, alle als Best Buddy. Das ist wahrscheinlich die Lösung. Er läuft einfach immer nur damit, kriegt dadurch die XL und hat die nächste, bei, wenn das Best Buddy ist, so viel zusammen, dass er das nächste auf 50 ziehen kann und das nimmt er dann, läuft damit und also das ist irgendwie so eine Endlosschleife bei ihm. Dabby, kannst du das bei Raider Mittwoch mit reinnehmen? Das Letter King war wild, habe ich auch mehrere bekommen von mehreren Leuten, die ihre wilden Letter Kings gezeigt haben. Manche als spoofed, manche legit. Hier steht ein deutscher Ort dran, deswegen habe ich das mal mit reingenommen, genauso wie das Kleinstein als Shiny. Heiko, Pupanz, 2 Shiny, 100er, alles an einem Tag in der Rampenlichtstunde. Thomas Speck zeigt uns hier sein getradetes Summer Center mit Lucky 100% in der Nähe Türkei. Ja, alles ist in der Nähe von der Türkei. Thomas Speck auch hier Glutexo 100 mitgenommen. Shiny Porender, Shiny Flunschlick ist tot. 100% Zapladin, wo ich gern wissen würde, wo hat er das her? Ich brauche auch noch einen 100er Zapladin. Ist das wild? Forschung? Ei? Gebrütet? Gebrütete Eier? Alles dabei. Thomas Speck hier auch 100 Westbrit. Wer es braucht, warum nicht? Gut, 100er macht man immer. Best Buddy Level 40 auf jeden Fall mindestens. Kanimani 100%. Dann Lennart ist mit seinem zweiten Account Baumlieber auch auf, als Glücksfreund gemacht geworden. Ist zu Glücksfreunden aufgestiegen. Ist das ein Aufstieg? Er ist aufgestiegen, genau. Dann Lennart hier zeigt uns seine 100er Sammlung von Zwirr. Wo ich mir denke, warum entwickelt man die? Weil der 100er sammelt und ansonsten die Kryptos egal, weil man damit nichts macht. Und deswegen macht er halt lieber 100er. Und jetzt dann nochmal entwickeln, damit es noch die Siedler-Tagge hat. Und dann, was macht man dann damit? Genau. Schreibt es mal in die Kommentare. Er hat hier nämlich auch ein Shiny Pantimimi gebrütet. Ein 100er Pfiffchen erlöst. Ein Shiny Turbo zu bekommen mit Vader Boost. Benjamin, da freue ich mich besonders, denn er hat gesagt, sein Ziel wird sein, ein 100er Hypno zu bekommen. Und ganz viele XL-Bonbons von Hypno, weil er das dann in der Hyperliga, deswegen heißt es ja Hypno, Hypner, die Hypno-Liga, weil er das in der Hyperliga dann anwenden möchte. Ich habe gesagt, ja, dann schieb' ein paar auf, ich kann ein paar tauschen, du kannst auch tauschen, mach immer so 100 hin und her jeden Tag. Es hat geklappt. Er hatte ein Ziel, er hat getauscht und er hat ein 100%iges Hypno bekommen jetzt. Kann er jetzt hochziehen. Richtig cool, da habe ich mich richtig gefreut für ihn, dass das geklappt hat. Thomas Bo hier auch noch mit dem Eisflampion. Also auch bester nicht-legendärer Eisangreifer, auch 100% geworden, auch lucky geworden, also günstig zum Hochziehen. Und dann haben wir noch, ist das das letzte, Elke Kaiser.
Die hat Shiny Porenda Fleckmon bekommen, aber was mein persönliches Highlight wäre, wäre das 100% Praktibulb. Auch wenn das teuer ist mit Bonbons zum Hochziehen und so weiter, ist das auf jeden Fall eine fette Sache, die man unbedingt hochziehen sollte. Ah, Gangster Pikachu, gerade aus der GBL bekommen. Shiny Lugia mit 98%. Gangster Pikachu noch mit einem Shiny Ditto. Gangster Pikachu für Raider Mittwoch. Hab's aus der Forschung bekommen. 100% Trassler, 100% Hypno aus der Forschung und nochmal 100% Kanimani plus Shiny Tobutz, Bobamo. Die unendliche Geschichte, oder? Hab jetzt den höchsten Sternstaub gesehen, den ich jemals gesehen habe. Das ist hier 10, 30, das sieht aber gut aus, das ist wunderbar. Eine Milliarde Sternstaub. Ja. Aber nur 153 Tauchhausbonbons. Was war da los? Ist das der Schocker der Woche oder habt ihr jemanden gesehen, der mehr hat? Was macht man überhaupt mit so viel? Sammeln halt einfach so irgendwie. Und Skandalfahrer noch. Der Morgen fängt schon schillernd an. Nochmal ein Shiny Selfe. Das waren jetzt aber die Highlights und wir haben jetzt noch den Schocker der Woche für euch vorbereitet. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest. Es waren so viele gute Sachen dabei, aber ich wollte trotzdem den Schocker nicht in irgendein Lugia-Universum treiben, sondern ganz aktuell beim Küken. Küken hat es wieder mal geschafft. 100% Tobutz als Shiny. Also kein Hundo, sondern ein Schlundo. Nee, ein Schundo. Schlundo wäre dann Lucky Shiny 100er. Ihr wisst genau Bescheid, ihr wisst, was ich meine. Also ein Shiny 100% Tobutz finde ich auf jeden Fall richtig genial. Ich habe viele gesehen mit 100ern, ich habe viele gesehen mit Shinies. Ein Shiny 100er habe ich jetzt noch nicht gesehen vom Seen-Trio. Deswegen für mich das der Schocker der Woche. Und vor allem, weil Tobutz das beste, stärkste, effektivste ist von dem Seen-Trio von allen dreien. Das ist einfach ein Fakt. Das ist das stärkste und höchste. Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Ich muss heute Abend daran hier klotzen und zwischendurch müssen wir noch das mit Westbrett erledigen. Ich bin mal gespannt, wer heute Abend unterwegs ist, raided, wer einlädt. Also mal gucken, ob da ein Shiny kommt oder ob abends ein Shiny kommt und wie oft wir das mit Selfie noch machen müssen. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Ihr seht uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.